Zurück auf die Schulbank. Nach den Sommerferien sollen alle Schüler wieder zum Präsenzunterricht erscheinen, ohne Mindestabstand. Über eine Maskenpflicht kann jede Schule selbst entscheiden. Im Elternrat sorgen diese Pläne für Verärgerung. Wir sind als Bundeselternrat natürlich schon sehr überrascht darüber, dass das jetzt auf einmal alles so ganz problemlos geht, nachdem wir die Lockdowns hatten. Präsenzunterricht gemischt mit qualifiziertem Fernunterricht ist eigentlich das, was für uns geplant werden müsste. Eigentlich, die Realität sieht aber anders aus. Einzig Hamburg und Brandenburg noch ohne Öffnungskonzept. In gleich 4 Bundesländern geht der Regelbetrieb hingegen in der ersten Augusthälfte schon wieder los. 8 weitere folgen in der zweiten. Baden-Württemberg startet im September, auch Bayern strebt dann Regelunterricht an. Zu früh denken auch viele Lehrkräfte. 60% haben Sorge, sich im Unterricht anzustecken. Wie schnell sich Viren in der Luft ausbreiten könnten, haben Forscher der Technischen Universität Berlin untersucht. Ihr Ergebnis? In einem Klassenzimmer mit 25 Schülern kann sich in nur 2 Minuten eine gefährliche Menge von Aerosolen ausbreiten und über Stunden festsetzen. Und wenn diese nun virenbeladen sind oder wären, dann würden sie auch im gesamten Raum innerhalb von ein paar Minuten jede Person, die sonst noch im Raum ist, dann auch treffen und wir würden sie permanent einatmen. Die Empfehlung der Wissenschaftler, kürzere Unterrichtsstunden, längeres Stoßlüften oder mehr Digitalunterricht. So oder so, der Ausnahmezustand an Deutschlands Schulen dürfte noch lange nicht beendet sein.